Und da haben wir die dritte. Eine Rudergabel. Aber die dritte Rudergabel, ja, keine Ahnung, tut mir leid, aber bevor ich jetzt eine ganze Folge hier an diesem Rätsel rumhänge. Also, das ist eine logische Reihenfolge. Ich hätte jetzt da noch 10 Minuten rumgedoktert. Ach ja. Aber das hat ja auch keinen Wert. So. Jetzt haben wir hier die letzte Rudergabel erhalten. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Ist ja auch erst das zweite Rätsel, was ich übersprungen habe. Also. Unter den Öffnungen. Ja. Okay. Jetzt können wir hier vielleicht. Mir fehlen Informationen. Eine Liste mit der Universität of New York. Das. Ein griechischer Buchstabe. Finden Sie heraus, welcher Studentenvereinigung er angehört hat. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Ja, offensichtlich dieser hier in der Yale-Universität, aber er war ja in dieser Universität von unserer Bruderschaft. Hat ihren Dings erlangt, ihren Abschluss. Und das ist hier dieser griechische Buchstabe. University of New York gibt uns ja den Hinweis, dass das Ganze dann auch da stattfindet. Und dann haben wir hier dieses V. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Und dann könnte das hier höchstens diese sein. Und dann haben wir hier noch die. Ah ja, jetzt können wir die auch aufmachen. Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Unter den. Okay. Unter den. Also es fehlen irgendwelche Nebeninformationen. Wir können dieses Minispiel quasi noch nicht starten. Wir müssen noch einmal gucken hier. Da ist die Schulklasse. Und wir haben auch das Geheimnis um den Süßigkeiten-Schrank noch nicht gelüftet. Vielleicht ist das auch in der Küche nochmal. Wir gehen nochmal in die Küche. Vielleicht ist da noch was versteckt. Ich mache hier nochmal. So, das ist nur da hinten. Aber wir können es ja nicht drehen, es klemmt. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Tafel lässt sich nicht umdrehen. Galileo Galilei ist noch da. Ah, Speiseöl. Die Tafel klemmt. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Haben wir das Speiseöl eingesteckt? Nee, das holen wir uns mal. Wahrscheinlich steht auf der Rückseite der Tafel noch ein wichtiger Hinweis. Wo ist denn das Öl? Hier. Ich wusste gar nicht, dass Sie leidenschaftlich gerne kochen. Jetzt haben wir es, glaube ich. Aber das mit dem Rätsel mit den römischen Zahlen, das ärgert mich jetzt immer noch ein bisschen, muss ich ja ehrlich sagen. So, die Studentenvereinigung. Ab geht's. Bin ich mal gespannt, was sich hier hinten jetzt zeigt. Ah, da drüben müssen wir auch nochmal ölen. Klar. Nur wer gut schmiert, der gut fährt. Sagt man ja auch so. So. Jetzt drehen bitte das Elend. Was haben wir auf der Rückseite? Okay, und Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta. Den Rest kann ich nicht lesen, weil das Ding davor ist. Griechische Buchstaben. Notieren Sie sie, mein lieber Freund. In Ordnung, Holmes. So, wir müssen das. Hier das V, das ist ein N. Alles immer groß und klein geschrieben. Und das ist das Nu, müsste das sein, ne? Mu, Nu. Mein Griechisch ist furchtbar schlecht. Ich würde sogar sagen, mein Griechisch ist schlechter als mein Türkisch. Und das ist wiederum schlechter als mein Französisch, was wiederum schlechter ist als mein Englisch. So. Denken Sie an natürlich. Ich glaube, die Kekse sind in Wirklichkeit eine Bombe, die er jetzt hier gelegt hat, warum auch immer. So. Okay, jetzt wissen wir ja, wie die griechischen Buchstaben funktionieren. Jetzt können wir vielleicht ein griechischer Buchstabe. Und zwar Nu. Na, sehen wir hier, das ist das Nu. Also hier Nu. Aber warte mal, wir müssen zuerst wahrscheinlich. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Universität of New York.
Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Also da können wir schon mal das Ding hier ein... Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die sind, aber wir müssen wahrscheinlich hier das Dings einbumsen, das... Ist jetzt alles groß geschrieben? Kann man da auch kleine Buchstaben einsetzen? Ah, wir müssen da die Entsprechung suchen. Okay, wir haben das N. Dir fehlen Informationen. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Ja. Ihm fehlen immer noch Informationen. Sag mal. Okay. Nochmal den sechsten Sinn. Da geht nochmal da hinten hier die Tür auf. Warte mal, in der Tic-Tac-Uhr haben wir noch gar nichts geguckt. Geht nichts zu gucken. Also ich muss sagen, ich blick gerade nicht durch. Wir haben jetzt hier zumindest die Entsprechung der Buchstaben hier gefunden. Unter den... Aber... Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Tretet uns beides. Also dann Pi auf jeden Fall, ne? 3,14 ist Pi. Ich weiß aber nicht, in welcher Reihenfolge die angelegt werden sollen. Wenn das hier vorne müsste dann Pi sein. Mir fehlen... Und dann fehlen ihm aber Informationen. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, hier hat's wieder geleuchtet. Stopp! Hier hat's eben nochmal geleuchtet. Nee. Der Süßigkeiten-Schrank hat halt immer noch sein Geheimnis hier vor uns. Wir haben... Ich gucke jetzt mal, ob man vielleicht hier diese Schulbänke... Weil der James, der hat ja die Süßigkeitenpapier. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwo... Da war doch ein Foto von der Schulklasse. Dass wir da den James identifizieren müssen. Isaac Newton, ne? Also... Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ah, da ist der Mülleimer, guck mal. Ach, hier sehen wir jetzt den Sitzplan. Er ist nutzlos. Der ist nicht nutzlos. Wir müssen nämlich auf dem Sitzplan gucken, wo James sitzt. Nein. Da wollte ich hin. Weil nämlich James hat... Diese Jacke. Süßigkeit. So, der James hat nämlich den Schlüssel von dem Süßigkeiten-Ding geklaut. So. Und hier fehlt jetzt der Griff. Der Typ. Und, warte mal. Wunderbar. Eines der griechischen Bücher ist aufgeschlagen. Vielleicht der Stoff der letzten Unterrichtsstunde. So, da oben ist was. Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. Alles deutet auf jemanden hin, der nicht will, dass man diesen Schrank öffnet. Was Grund genug ist, ihn zu öffnen. So. Schüler James hat den Griff zum Süßigkeiten-Schrank gestohlen, damit er sich dort nach Lust und Laune bedienen kann. Wenn wir seinen Tisch finden, finden wir auch den Griff. Jetzt wird ein Schuh draus, möchte ich sagen. Jetzt können wir nämlich hier den Sitzplan angucken. Jetzt ist er nämlich plötzlich nicht mehr nutzlos. Ich war ja nur schon wieder schlauer als Holmes. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Mit Hilfe dieses Sitzplans finden wir vielleicht heraus, an welchem Tisch James sitzt. Mhm. Finden Sie heraus, wo James sitzt. Louis, Alyssa, Falkia, Orson, Pierre, Charles, Jasper, Mark, Rose, Bart, Ellie. James ist rot. Ach du Scheiße. Damien ist ein helles Köpfchen. Früher musste er in einer Textilmanufaktur arbeiten und kann seitdem seine rechte Hand nicht mehr richtig benutzen. Dennoch gehört er zu den besten Schülern der Klasse. Ich lasse ihn immer links sitzen, damit er genug Platz hat, mit der linken Hand zu schreiben. So, es ist wichtig, Kindern Verantwortungsbewusstsein beizubringen, indem man ihnen kleinere Aufgaben zuteilt. Diese sollten darauf geachtet werden, dass diese Aufgaben körperlich und geistig gewachsen sind. Die Reihensprecher sind mit einer Flagge gekennzeichnet. Andere Aufgaben werden anhand von kleinen Bildchen dargestellt. Bei Gemeinschaftsübungen werden sich immer vier Kinder um einen Tisch. Entschuldigung, so. Okay, jetzt müssen wir die Kinder zuordnen. Ich musste gerade mal hier links machen. Elmer ist ein ruhiger, vernünftiger Junge. Er sollte neben Pierre sitzen, weil er auf ihn einen guten Einfluss ausübt. Okay, Charles wartet immer noch auf die Brille, die ich für ihn bestellt habe. Solange muss er noch im Licht nah bei der Tafel sitzen. Und ich habe ihn und seinen Sitznachbarn Eddie die Plätze tauschen lassen.
Das heißt, es geht nicht. Huh? Anleitung nochmal. Finden Sie heraus, wo James sitzt. Okay, Jasper. Der kleine Jasper ist häufig krank. Ich habe ihn in der Nähe der Küche gesetzt, damit er nicht so nah am zugigen Fenster sitzt. So. Mark ist ein netter Junge. Ihn kann man wirklich mit jedem zusammensetzen. Ah. Tafelputzen, Fergus. Schwamm. Fergus. Hä? Dahin. So. Rose und Luisa lieben Bücher. Luisa. Und schreiben heimlich zusammen eine Geschichte. Ich will sie bei diesem schönen Vorhaben unterstützen. Lasse sie zusammensitzen. Luisa ist ab jetzt für die Aufbewahrung der Bücher für die älteren Kinder zuständig. So hat sie Zugang zu allen Büchern. Gut, dann ist das hier Luisa und das ist Rose. Bart ist sehr zuverlässig und ordentlich. Ich habe ihn damit beauftragt, die Bücher der jüngsten Schüler aufzubewahren. Wahrscheinlich hier durch das Malbuch symbolisiert. Dann haben wir Eddie, ist ein Tagträumer und sitzt gerne am Fenster. Vielleicht sollten er und sein Sitznachbar die Plätze tauschen. Dann muss Eddie hier sitzen. Elmer ist ein ruhiger und vernünftiger Junge. Er sollte neben Pierre sitzen, weil er auf ihn einen guten Einfluss hat. Okay, den haben wir jetzt noch nicht. Damien ist ein helles Köpfchen. Früher musste er mit der... ich lasse ihn immer links sitzen, damit er genug Platz hat, um mit der linken Hand zu schreiben. Also er kann dann hier oder da sitzen. Die Fähnchen haben wir noch nicht. Simon und James. Und zwar Simon links von James. Okay, das ist schon mal gut. Reihensprecher, mittlere Doppelreihe... Justin. Fehlt nur noch die Chantal. Alyssa und Talia sind wirklich reizende Geschwister. Ich bring's nicht übers Herz, sie auseinander zu setzen. Anastasia ist sehr hübsch und gebildet. Sie wird bestimmt einmal ein gutes Leben haben. Ihr Platz ist links von Ophelia, weil diese sehr nett und knuddelig ist und Anastasia sicher dabei helfen wird, sich hier schnell zurechtzufinden. Alter! Gießen Talia. Okay, dann ist Talia hier und Alicia ist so. Alles klar, jetzt haben wir das. Louis hat Augen wie ein Adler. Ein Adler natürlich. Neulich hat er ein Luftschiff am Himmel gesehen. Das habe ich gleich zum Anlass genommen, um ihn eine Stunde über die Eroberung der Lüfte abzuhalten. Also wird er wahrscheinlich am Fenster sitzen. Der Aaron. Der ist ganz schön gewachsen. Deswegen habe ich ihn hinter den gleich großen Fergus gesetzt. Das ist Fergus. Der Lloyd ist Reihensprecher. Fenster, Doppelreihe. Die Reihensprecher sind alle im roten Block, wie man sieht. Ophelia sitzt in der ersten Reihe zwischen dem Pult und die Tafel. Sie hat eine sehr leise Stimme. Ich will sie nicht dauernd bitten müssen, Leute. Also ihr selbst ist das auch unangenehm. Also sie sitzt irgendwo hier vorne. Seit Anastasia hier ist, scheint Orson hin und weg von ihr zu sein. Wenn er zur Tafel schaut, ist sie genau in seinem Sichtfeld und lenkt ihn ab. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn versetzen soll. Schwärmerei bei jungen Leuten ist doch etwas Wunderbares. So, und die Anastasia, also Orson, der muss dann hier irgendwie sitzen, weil es dann so eine Linie gibt. Pierce gehört zu den Kindern, die sich manchmal mit Autorität etwas schwer tun, aber er ist trotzdem ein netter Junge und ich mag ihn sehr. In der Nähe meines Puls hinter Anastasia und neben dem kleinen Elmer, der für sein Alter schon sehr reif ist, sollte er am wenigsten Probleme haben. Also die sitzen da irgendwo. Alter! So, Taylor, Küchendoppelreihe. Rechts von ihm ist noch ein Platz frei. Okay, dann ist hier schon mal komplett. Ich habe sie zusammengesetzt und zwar Simon links von James. Dann können die nur noch hier sitzen. Und dann muss James hier sitzen. Und damit wissen wir, wo James sitzt. Aber wir müssen alle einfüllen. Wenn der links sitzt, kann er nur noch hier sitzen. Dann haben wir Elmer. Der muss neben Piers und Piers haben wir noch nicht hingesetzt. Wir wissen jetzt, wo James sitzt, aber es genügt nicht. Mark ist egal. Charles wartet auf die Brille. Solange muss er noch im Licht nah bei der Tafel sitzen. Ihn und Eddie hat aber die Plätze tauschen lassen. So. Mark kann man überall hinpflanzen. Piers, da ist noch ein leerer Platz. Der kommt dann hier hin. So, haben wir noch ein rotes Kind. Ja, den Louis. Der kommt dann nach hier. So, die Anastasia ist links von Ophelia und Ophelia sitzt am Pult. Das heißt, die muss hier sitzen, da muss hier die Ophelia hin und der Orson, wenn er zur Tafel schaut, ist sie genau in seinem Sichtfeld. Dann heißt es, dass der da sitzt. Hinter Anastasia sitzt Pierce und Mark sitzt wahrscheinlich hier und dann kann der Elmer nur noch dahin.
Gut, öffnen wir James' Tisch. Gut, okay. Jetzt weiß ich zwar nicht mehr, wo James sitzt, aber Holmes weiß es. Wahrscheinlich hier, der Einzige, der keine Tafel, also kein Ding hat. So. Ein Wimmelbild. Ausgezeichnet.